herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei Ron. Ja, wir gehen rein in eine neue Woche, aber uns beschäftigt weiterhin das Thema der vergangenen Tage, Francesco, der Messeangriff auf dem Mannheimer Marktplatz. Jawohl, schönen guten Abend zusammen. Dorthin werden wir auch gleich schalten zu unserer Reporterin, die gerade vor Ort ist bei einer Kundgebung für eben den getöteten Polizisten von Freitag. Dann haben wir aber auch noch andere Themen, denn die Regenfälle der vergangenen Tage haben sich auch auf die Ron-Region ausgewirkt. Es gibt Überflutungen am Neckar und am Rhein. Und wir fassen da nochmal für Sie den aktuellen Stand zusammen. Und am Sonntag wird gewählt, Europa- und Kommunalwahlen, auch bei uns in der Ron-Region. Und wir haben ja eine Politikserie, in der wir uns um die jüngeren Nachwuchsgruppen der Parteien gekümmert haben. Und heute zeigen wir Ihnen, was die jungen Liberalen so vorhaben. Viel Spaß bei Ron. Der Schock in der Region sitzt noch immer tief. Am Freitag wird ein Polizist bei einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz schwer verletzt. Gestern ist der Beamte gestorben. Auch heute haben Menschen ihre Trauer zum Ausdruck gebracht, haben Blumen und Kerzen am Tatort niedergelegt. Zur Stunde findet dort auch eine Kundgebung statt. Dorthin schalten wir gleich. Zuerst berichtet Moritz Voss über die neuen Erkenntnisse und den heutigen Tag. Ich bitte um einen Moment der Stille. Es ist ein Moment der Stille, des Gedenkens, aber auch ein Moment, der tiefe Dankbarkeit und Respekt ausdrückt. Respekt für Ruben L., seinen mutigen Einsatz, stellvertretend für alle Polizisten, für den er sein Leben lassen musste. Die Nachricht von seinem Tod erschüttert unsere Stadt zutiefst und macht uns fassungslos. Sein Tod zeigt auf schreckliche Weise, wozu Hass und Hetze führen. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Bereits gestern halten Polizisten inne, um sich von ihrem Kollegen zu verabschieden. Am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr, rund um eine Kundgebung des Islamkritikers Michael Stürzenberger, zückt ein 25 Jahre alter afghanischer Staatsbürger ein Messer, attackiert mehrere Menschen, darunter auch Polizist Ruben L. Er versucht, den Angreifer zu stoppen, wird dabei schwerst am Kopf verletzt. Nun ist klar, der 29-jährige Polizist hat den Angriff nicht überlebt. Einer von uns schreibt die Polizei Mannheim auf X: Wir trauern um unseren Kollegen. Um andere zu schützen, hat er sein Leben gegeben. Innenminister Thomas Strobel hat für den gestorbenen Polizisten unterdessen Trauerflor an allen Dienstwagen und eine Schweigeminute veranlasst. Zudem ist die Beflaggung an den Dienstgebäuden der Polizei auf Halbmast gesetzt. Offiziell ist das Motiv der Tat noch unklar. Fest steht aber, der mutmaßliche Täter hat gezielt Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa angegriffen. Und darunter ihn, Michael Stürzenberger. Er äußert sich seit Jahren anti-islamisch. Dem 59-Jährigen geht es inzwischen wieder besser. Zum Tod seines Retters schreibt er: Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Polizeikollegen, die sich immer auf ihn verlassen konnten, wie berichtet wird. Auch in Mannheim tat er am Freitag sein Bestes. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich heute tief bestürzt vom Tod des 29-jährigen Polizisten. Der für Frieden und Sicherheit sein Leben verloren hat und im Einsatz gewesen ist, weil er die Demokratie beschützt hat und das Recht von uns allen, die eigene Meinung zu sagen, egal ob sie irgendwem sonst gefällt. Dass das bei uns möglich ist, das ist ein ganz, ganz großes Gut. Und wenn jetzt Extremisten die Freiheit und die Freiheit, sich zu bewegen und seine Meinung zu äußern, beeinträchtigen, dann müssen sie wissen, dass sie uns als ihre härtesten Gegner haben. Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die als gesichert rechtsextrem gilt, versucht die Tat gestern bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz für sich zu nutzen. Remigration hätte das verhindert, steht auf einem ihrer Banner. Gleichzeitig demonstrieren rund 1000 Menschen friedlich, bilden eine Menschenkette, um ein Zeichen gegen Hass, Hetze und Gewalt zu setzen. Die AfD sieht natürlich die Chance, hier gerade aus dieser Attacke Profit zu schlagen, weil sie ablenkt von den Verfehlungen ihrer eigenen Abgeordneten, ihrer Kandidaten, die nicht kandidieren. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Geschenk für die AfD, denn das ist das Kernthema, was sie immer wieder bespielt. Die Aggressivität, ja, das, was man hier als Mord begreifen muss von Migranten bzw. von Nicht-Integrierten. Und das ist natürlich insofern eine Steilvorlage für die Rechtsradikalen. Für Freitag hat die AfD schon die nächste Demonstration auf dem Mannheimer Marktplatz angekündigt. Der Protest soll sich dann eine Woche nach der Tat gegen islamischen Terror und Massenmigration richten.
Zur Stunde findet auf dem Mannheimer Marktplatz die Kundgebung Mannheim hält zusammen statt. Meine Kollegin Klara Troschkoze ist vor Ort. Klara, wer hat sich da heute alles versammelt? Ja, die Stadt Mannheim hat ja gemeinsam mit einem breiten Bündnis heute zu dieser Kundgebung Mannheim hält zusammen aufgerufen. Dementsprechend ist der Oberbürgermeister Christian Specht vor Ort. Den haben wir ja jetzt gerade auch im Beitrag schon gehört. Und auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel. Außerdem wurden alle politischen Parteien aus dem Gemeinderat eingeladen heute. Und es sind auch sehr viele Religionsgemeinschaften vor Ort. Und natürlich auch viele Mannheimer und Mannheimerinnen. Wir können das jetzt auch mal kurz zeigen. Also insgesamt sollen mindestens 6.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute vor Ort sein, Tendenz steigend. Ja, und sie alle haben eins gemeinsam, sie sind entsetzt und sie sind fassungslos über das, was hier vergangenen Freitag passiert ist. Und sie wollen einfach mit dieser Mahnwache diesem Trauer, dieser Wut auch Ausdruck verleihen. Und gleichzeitig möchte man auch ein Zeichen setzen für Frieden und für Zusammenhalt. Ich konnte auch mit ein paar Teilnehmern sprechen. Da hat mir auch eine gesagt, dass sie seit Freitag kein Auge zukriegt und jeden Tag weinen muss, obwohl sie gar nicht Betroffene kennt, einfach weil sie das so mitnimmt. Und natürlich auch, weil man dieses Video von der Tat in den sozialen Medien unzensiert sehen konnte. Eine Tat, die also noch immer erschüttert. Du hast Mannheims Oberbürgermeister angesprochen. Wir haben eben auch Auszüge aus seiner Rede gesehen. Wie lief die Kundgebung darüber hinaus heute ab? Ja, also zuerst gab es eine Begrüßung durch den Veranstalter und dann gab es eine Schweigeminute, das haben wir ja auch gerade im Beitrag gesehen, für den getöteten Polizisten, der ja gestern verstorben ist. Und dann hat der Oberbürgermeister eine lange Rede gehalten, hat auch viel Beifall geerntet von den Teilnehmern. Da ging es auch darum, dass man islamistische, also es ist ja mutmaßlich so, dass das einen islamistischen Hintergrund hat und das möchte man eben nicht dulden und dafür gab es viel Beifall. Dann hat der baden-württembergische Innenminister eine Rede gehalten und dann gab es eben dieses interreligiöse Gebet von drei Religionsgemeinschaften, dem Christentum, dem Judentum und dem Islam. Die standen gemeinsam auf der Bühne und haben eben gebetet und da hat man auch wirklich gemerkt, die Menschen sind davon sichtlich ergriffen. Wir haben eben gesehen, sehr, sehr viele Menschen sind auf dem Mannheimer Marktplatz. Wie wird denn die Kundgebung abgesichert? Also ich habe vorhin mit der Polizei sprechen können. Die haben mir gesagt, dass die mit wirklich starken Kräften hier vor Ort sind. Wirklich jede Ecke des Marktplatzes ist auch abgesichert. Allerdings muss man sagen, dass hier auch sehr viele Polizisten vor Ort sind, die einfach hier sind zum Trauern, um ihre Trauer zu bekunden. Also man kann auf jeden Fall sagen, diese Veranstaltung findet ganz im Namen der Trauer und des Miteinanders statt. Klara Troschkoze live vom Mannheimer Marktplatz. Vielen Dank, Klara, für die Eindrücke und Einschätzungen aus Mannheim. Ein weiteres bestimmendes Thema der vergangenen Tage ist das Hochwasser. Die starken Regenfälle haben auch bei uns in der Region Schaden angerichtet. Zahlreiche Keller sind überflutet, die Rettungskräfte sind zu vielen Einsätzen ausgerückt und auch Veranstaltungen wie das Wormser Rheinspringen oder auch die Schlossbeleuchtung in Heidelberg wurden abgesagt. Unsere Reporterin Lea Ortmann hat sich heute mal einen Überblick verschafft und es gibt einen Lichtblick. Schwimmende Bänke, Wasser tritt aus Häusern, Keller werden ausgepumpt. Das Hochwasser hat auch die Rhein-Neckar-Region getroffen. Der Pegel weiterhin hoch und damit auch die Gefahren, wie sich am Rhein in Mannheim zeigt. Heute Vormittag hat eine Frau die Wassermassen hier offenbar unterschätzt. Sie fuhr mit ihrem Pkw rein und blieb stecken. Die Feuerwehr musste ausrücken, wie so oft in diesen Tagen. In Heidelberg hat sie die Bundesstraße B37 im Bereich der Alten Brücke gesperrt. Denn der Pegel des Neckars ist mit 5,10 Meter mehr als doppelt so hoch wie üblich. Raoul Schmidt-Lamontaine vertritt momentan den Oberbürgermeister. In dieser Zeit keine leichte Aufgabe. Das ist natürlich erstmal eine Ausnahmesituation für eine Stadt, wenn so viele Verkehrswege gesperrt sind. Und wir fordern natürlich die Menschen auch weiterhin auf, möglichst nicht in die Uferbereiche zu gehen und vor allem auch nicht hinter die Absperrungen zu gehen. Doch nicht jeder hält sich daran. So ist Hochwassertourismus auch hier ein großes Thema. Schaulustige warten im Wasser herum, obwohl das brandgefährlich sein kann. Die meisten Häuser Heidelbergs in direkter Nähe zum Fluss sind vom Hochwasser betroffen. Bis auf den Keller vom Lokal der Kleine Spanier. Hier wurde 2010 als Hochwasserprävention eine Unterwassertür eingebaut. Und die hält Stand. Wir sind das einzige Haus, was jetzt hier so unter Wasser stehen kann, ohne nasse Füße zu kriegen.
Nasse Füße sind wohl das kleinste Übel. Um schlimmere Schäden zu verhindern, hat die Stadt Heidelberg verschiedene Wege eingeleitet. Es wurden einige Maßnahmen getroffen, wie diese Hochwasserschutzmauern oder auch Sandsäcke wurden hingelegt. Und man kann jetzt einfach nur hoffen, dass der Pegel wirklich sinkt. Und tatsächlich soll sich die Lage entspannen. Also nach all dem, was wir zurzeit wissen, und zurzeit regnet es ja auch nicht, ist es jetzt tatsächlich so, dass wir in den nächsten Tagen abfallende Wasserstände haben. Und es sieht zurzeit auch nicht so aus, als würde es wieder hochgehen. Insofern können wir davon ausgehen, dass sich in 2-3 Tagen die Situation weitestgehend wieder normalisiert hat. Die Pegelstände am Rhein und am Neckar sollen bis voraussichtlich Donnerstag wieder sinken. Und dann können hier alle hoffentlich wieder aufatmen. Jetzt schauen wir auf weitere Meldungen des Tages und die haben Liam Gutknecht und Max Hartl für Sie zusammengefasst. Jede Stimme zählt. Am kommenden Sonntag ist Wahltag. Neben den Kommunalwahlen finden auch die Europawahlen statt. Der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises Stefan Dallinger ruft heute erneut dazu auf, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wer noch nicht per Briefwahl seine Stimme abgegeben hat, kann dies am Wahlsonntag, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr tun. Ins Wahllokal mitgebracht werden sollten Personalausweis oder Reisepass, Stimmzettel und Wahlbenachrichtigung. Eine besondere Neuheit, ebenso wie bei den Kommunalwahlen, ist nun auch bei der Europawahl das Alter für die Wahlberechtigung von bisher 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden. Leerstand in Landau. Seit der Einführung der sogenannten Zweckentfremdungssatzung sind zwischen 700 bis 800 Leerstände oder Zweckentfremdungen in Landau entdeckt worden. Die Verwaltung hatte zuvor etwa 20.000 Eigentümer angeschrieben. Offizielle Zahlen stehen noch aus, da das Bauamt die Rückmeldungen prüft. Die Satzung soll Wohnungseigentümer bestrafen, die Wohnraum länger als 6 Monate ungenutzt lassen. Die Zweckentfremdungssatzung gibt es in Landau seit November vergangenen Jahres. Eine ähnliche Satzung gibt es bereits auch in Speyer. Mangelnde Inklusion in Kitas. In Baden-Württemberg gibt es nicht genug Inklusion in Kindertagesstätten. Das sagt der aktuelle Kita-Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes. Demnach stünde das Land bundesweit an viertletzter Stelle. Häufig wären Kitas nicht barrierefrei und es fehle an Fachpersonal. Der Wohlfahrtsverband fordert gesetzliche Regelungen zur Verbesserung der Situation und Investitionen in barrierefreie Kitas. Die Kosten sollten dabei aber nicht allein von den Kita-Trägern übernommen werden, da sonst die Kita-Gebühren stiegen. Es sind noch 6 Tage bis zu den Europa- und Kommunalwahlen. Das heißt, es ist Wahlkampfendspurt angesagt. Wir haben Ihnen ja in den vergangenen Wochen die Parteien, deren Inhalte und vor allen Dingen auch den politischen Nachwuchs vorgestellt. Und den Abschluss unserer Serie, den bildet heute die FDP. Mein Kollege Max Hartl hat sie in Speyer getroffen. Grau, regnerisch, aber trotzdem gut lachen. Marius Weiler lässt sich auch vom schlechten Wetter die Laune nicht verderben. Der Kreisvorsitzende der jungen Liberalen Speyer kandidiert bereits zum 2. Mal nach 2019 für den Stadtrat in seiner Geburtsstadt. Und das, wie er selbst sagt, aus voller Überzeugung. Dieses Mal soll es endlich klappen. Deshalb sucht er hier am Berliner Platz immer wieder das Gespräch mit den Bürgern. Ideologie solle dabei keine Rolle spielen, sondern vor allem Vernunft und Verstand. Genau, ohne Bürger, wie gesagt, können wir entsprechend auch keine Klima- oder Umweltpolitik machen, die auch wirklich dem Klima oder der Umwelt hilft. Denn nur so können wir auch wirklich den Planeten auch retten, wenn wir mit den Bürgern gemeinsam entsprechende politische Maßnahmen auch umsetzen. Jetzt gehört ja zum weiteren Thema Umwelt. Die Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Auch Dinge, die natürlich vom Bund beschlossen worden sind. Stichwort Heizungsgesetz. Da gibt es ja auch durchaus Streitpunkte innerhalb der Koalition. Wie stehen Sie denn? Wie stehen denn die Jungliberalen in Speyer zu diesem Gesetz? Ja, damals kam es ja sozusagen der erste Entwurf aus dem Haus des grünen Wirtschaftsministers. Er hat es ja jetzt letzte Woche auch als Test bezeichnet, was wir sehr skurril finden, zu sagen, wir testen an der Bevölkerung entsprechende Maßnahmen. Und das Gesetz an für sich, so wie es der erste Entwurf war, war eine Sache, da wurde auch ganz klar und deutlich von der FDP-Bundestagsfraktion ein großes Nein dazu auch sich geäußert. Wir sehen jetzt das Gesetz, wie es sich verändert hatte, sehr gut. Es sind verschiedene Maßnahmen jetzt. Es wurden auch verschiedene Möglichkeiten jetzt auch zum Thema Heizung in das Gesetz eingebracht.
Es ist zwar nicht ganz perfekt, aber eine Ampel besteht immer aus Kompromissen mit verschiedenen drei Parteien. Von dem ist es ein guter erster Schritt, aber viel, viel besser als der wirkliche erste Entwurf. Beim Gang durch die Speyerer Innenstadt wird außerdem deutlich, dass es auch im Verkehrssektor deutliche Differenzen von Liberalen zu anderen Parteien gibt. Dem immer wieder geforderten Verbot von Verbrennermotoren erteilt Marius Weiler eine klare Absage. Ja, ganz klar. Das hat die CDU oder Ursula von der Leyen auf europäischer Ebene eingesetzt. Jetzt wiederum setzen sie sich dafür ein, dass zurückgenommen wird. Das ist so ein bisschen Wahlkampfmanöver. Wir haben von Anfang an gesagt, mit uns kein Verbrenner aus. Und zwar Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der auch sehr oft hier in Speyer ist, mit dem wir auch sehr viel Kontakt haben, haben das von Anfang an klar und deutlich auch gesagt, nicht mit uns. Und dazu stehen wir auch. Statt über Verbote zu diskutieren, solle am Ende der Markt entscheiden, welche Antriebsform sich letztendlich durchsetzt. Kritik übt der 25-Jährige derweil auch am Rentenpaket der Bundesregierung, das vor allem die jüngere Generation zusätzlich belaste. Der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt und auch vom Kabinett beschlossen wurde, ist einfach nicht für die jüngere Generation gerecht. Wir brauchen entsprechende komplette Veränderung des Systems, des Rentensystems. Wir als Liberale fordern deshalb seit Jahren schon wirklich eine Aktienrente, die konsequent auch durchzuspielen. Andere Länder machen es vor allem in den skandinavischen Regionen. Die haben sehr großen Erfolg. Bei uns ist die Frage, warum machen wir es nicht in Deutschland? Wir brauchen eine generationsgerechte Rente. Vor allem ich oder wir alle Jugendliche hier, wir müssen am Ende des Tages auch eine sichere Rente später haben. Vor der sicheren Rente möchte Marius Weiler aber erst einmal einen sicheren Sitz im Gemeinderat. Mit Listenplatz 3 ist zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es im zweiten Anlauf funktioniert. Über die Ansichten der FDP hat mein Kollege Max Hartl noch ein schnelles Frage-Antwort-Spiel mit Marius Weiler durchgeführt. Wir möchten die FDP-Jugendorganisation hier im Ort ein bisschen besser kennenlernen. Und das tun wir mit einer Schnellfragerunde. Herr Weiler, einfach gerne mit Ja oder Nein antworten. Sollte es nötig sein, können Sie auch gerne kurz ausführen. Einführung von erneuerbaren Energien, Ja oder Nein? Ja. Wiedereinführung der Atomkraft? Das Abschalten war ein Fehler, Wiedereinstieg in die alte Technologie kaum unmöglich. Obergrenze für Geflüchtete? Nicht machbar, deshalb EU-Asylreformpaket schnell umsetzen, Ausreisepflichtige abschieben und Rückführungsabkommen auch abschließen. Einhaltung der Schuldenbremse? Ja, unbedingt. Militärische Unterstützung der Ukraine? Ja. Gas aus Russland? Aktuell nein. Frauenquote? Nein. Bürokratieabbau? Unbedingt, ganz dringend notwendig. EU-Mitglied bleiben? Ja, keine Frage. Und natürlich die wichtigste Frage zum Schluss. Christian Lindner oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Wir in Speyer nehmen gerne beide. Also, das nehmen wir mal so mit als Schlusswort auch für diese Politikserie. Wir haben jetzt die meisten Jugendorganisationen hier in der Region begleitet und hoffen, dass wir Ihnen einen tollen Überblick liefern konnten vor der anstehenden Wahl. Und wenn Sie sich so kurz vor der Wahl nochmal einen entsprechenden Überblick verschaffen wollen, dann schauen Sie gerne auf unserer YouTube-Seite vorbei. Dort finden Sie nochmal alle Folgen dieser Serie. Und im Zuge der Rubrik haben wir natürlich auch die junge Alternative angefragt. Aber die AfD-Jugendorganisation, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, stand nicht für ein Interview zur Verfügung. Jetzt gehen wir nochmal auf den Mannheimer Marktplatz. Dort hat um 17 Uhr die Kundgebung Mannheim hält zusammen stattgefunden. Meine Kollegin Klara Troschkoze ist weiterhin vor Ort und hat jetzt den Opferbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung bei sich. Genau, die Kundgebung ist jetzt vorbei, aber Herr Schwarz ist noch bei mir geblieben. Herr Schwarz, wie betroffen macht Sie die Tat von vergangenem Freitag? Ich glaube, diese Tat kann niemanden nicht betroffen machen. Wir haben heute hier eine beeindruckende Veranstaltung erlebt und haben gesehen, dass Tausende von Bürgern hierher gekommen sind, um auch ihre Betroffenheit hier kundzutun, die darin besteht, dass hier ein junger Mensch sein Leben lassen musste, der dafür da war, dass er andere Leben schützen wollte. Ja. Wer kann sich denn jetzt wie bei Ihnen als Opferbeauftragte melden? Meine Geschäftsstelle und ich, der Opferbeauftragte der Landesregierung, sind dafür da, Opfern beizustehen in allen Situationen. Wir leisten nicht die unmittelbare Opferarbeit, aber wir sind die Koordinierungsstelle. Jeder, der Opfer oder Betroffener dieser Tat ist, kann sich jederzeit an uns wenden. Sie können die Erreichbarkeit sehen in der Website des Opferbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg. Dort ist auch eine Nummer vermerkt und dort können Sie uns unmittelbar erreichen.
Wir stehen allen zur Verfügung und vor allem wir stehen auch unbefristet zur Verfügung. Das heißt, Menschen, die ein Trauma erleiden, vielen brauchen überhaupt keine Unterstützung. Viele brauchen sie sofort. Manche brauchen sie erst nach Jahren und sie können auch noch nach Jahren sich an uns wenden. Nochmals die Website Opferbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. Wenn sich da jetzt jemand bei Ihnen meldet, wie konkret kann man sich dieses Hilfsangebot vorstellen? Also was konkret tun Sie dann und wie helfen Sie? Wir helfen nicht unmittelbar. Wir haben heute zum ersten Mal in einer virtuellen Konferenz die sogenannte Koordinierungsgruppe zusammengerufen mit allen beteiligten Organisationen, die hier Unterstützung und Hilfe leisten können. Das ist sowohl materielle Hilfe im Einzelfall als auch insbesondere die immaterielle Hilfe, also die therapeutische Hilfe. Und was wir tun ist, wenn sich jemand direkt an uns wendet, wir werden ihn vermitteln in die richtige Hilfsorganisation, die ihm geeignet oder ihr geeignet helfen kann. Das heißt, wir sind lediglich die Vermittlungsorganisation und die Koordinierungsstelle für alle Hilfsangebote, welcher Art auch immer. Jetzt höre ich daraus, dass Sie nicht alleine agieren. Ein Team steckt dahinter. Was für ein Team, aus was für Mitarbeitern besteht das? Ich bin sehr glücklich. Ich habe eine Geschäftsstelle, die besteht aus 6 Personen. Das sind 2 Juristen, 2 Psychologinnen und 2 Verwaltungsfachleute, die hauptberuflich die Arbeit machen und die insbesondere die gesamte Arbeit jetzt koordinieren. Ich bin ja ehrenamtlich tätig. Herr Schwarz, vielen Dank für das Gespräch, vor allem auch vielen Dank für Ihre Hilfe. Und ja, Sie Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie betroffen sind und Gesprächsbedarf haben, dann wenden Sie sich gerne an die Opferbeauftragten der Landesregierung. Die haben ein offenes Ohr für Sie. Vielen Dank, Clara Troschkozy, live von der Kundgebung Mannheim hält zusammen auf dem Marktplatz. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich in wenigen Minuten wieder für Sie zurück. Willkommen zurück bei Ron. Im Sommer ist Grillen doch immer eine gute Idee und vor allen Dingen geht das auch fleischlos. Ökotest hat jetzt den Veggie-Bratwurst-Test gemacht. Wem Umwelt und Tierwohl nicht Wurst sind, der schmeißt auch mal ein veganes Würstchen auf den Grill. Wenn's schmeckt, ist es doch egal, oder? Bei veganen Produkten, veganen Würstchen könnte man als Vorteil sehen, dass sie in der Regel weniger gesättigte Fettsäuren drin haben. Das ist klar, denn die gesättigten Fettsäuren kommen ja aus tierischen Produkten und die sind ja hier nicht drin. Auf der anderen Seite haben wir aber das Salz und wir haben weitere Stoffe, die notwendig sind, um die Konsistenz und den Geschmack so ungefähr hinzubekommen. Und da greifen einige Hersteller auch mal tief in die Trickkiste. 19 veganen Bratwürsten ist Ökotest auf die Pelle gerückt. 7 davon empfehlen sie, aber nur für eine Wurst sind sie so Feuer und Flamme, dass die wohl schon auf dem Grill gelandet und nicht mehr in der Verpackung ist. Ja, bei dem Innerbio-Tofu-Würstchen von Rossmann haben wir weder bei den Inhaltsstoffen noch bei der Sensorik, also beim Geschmack, irgendetwas zu kritisieren. Das war alles im Grunde genommen sehr gut. Und die 5-Sterne-Wurst ist mit nur 2,31 Euro für 200 Gramm sogar die günstigste im Test. Teurer und auch schlechter kauft man mit diesen 3 Bio-Exemplaren ein. Die veganen Grillwürstchen von Alberts, Lupinen, Denry und Gutfried sind die Testverlierer. Vor allem, weil sie laut Ökotest stark erhöhte Mineralölbestandteile haben. Mineralölbestandteile können sich im Körper anreichern und wird gespeichert, also in Organen und auch in verschiedenen Geweben. Und größere Rückstände sind nicht gut für unseren Körper. Vermeintlich harmloser, aber auffällig ist im Test, mehr als die Hälfte der Veggie-Würste ist zu salzig. Es ist zwar ein absolutes Naturprodukt, aber zu viel ist eben nicht gut, genauso wie zu viel tierische Eiweiße nicht gut sind. Wir müssen also viel mehr auf die Menge achten als auf die einzelne Art, ob es nur ein veganes Würstchen ist oder ein ganz normales Fleischwürstchen. Egal ob vegan oder Fleisch, die Menge macht das Gift, auch auf dem Grill. Und das am besten doch bei Sonnenschein. Ob Besserung in Sicht ist beim Wetter, das schauen wir uns jetzt an. Hier sind die Aussichten.
So langsam wird es etwas sommerlicher in der Ronn-Region. Die kommende Nacht verläuft allerdings ziemlich frisch. Bei teils klarem Himmel gehen die Temperaturen zurück auf kühle 7 bis 11 Grad. Der Dienstag beginnt verbreitet freundlich bis sonnig. Auch der Nachmittag bringt neben ein paar Quellwolken viel blauen Himmel. Schauer sind keine unterwegs. Es wird wieder etwas wärmer. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 24 Grad. Der Mittwoch zeigt sich vorübergehend wechselhaft und windiger. Ab Donnerstag geht es verbreitet trocken und sehr freundlich weiter. Nach frischen Nächten erreichen die Höchstwerte tagsüber immerhin bis zu 23 Grad. Und noch Meldungen aus der dritten Fußballliga. Der SV Sandhausen hat heute einen weiteren Spieler verpflichtet. Lukas Wolf kommt von der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel, also aus dem hohen Norden zu uns in die Kurpfalz, Francesco. Bundesliga-Aufsteiger, ne? Ja, und der Waldhof bindet Martin Kubilanski. Ist ja auch nicht unwichtig gewesen im Kampf gegen den Abstieg. Also, die rüsten sich. Jawohl. Und dann sind wir morgen wieder für Sie da. Schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Guten Abend. Also, ach, ciao. Guten Abend.